So, bald sind wir durch. Happy Halloween mit Psycho Break 2 hier auf Red Butterfly Gaming mit mir, dem Wilhelm. Und genau, das war die Speicherstation. Jetzt müssen wir mit dem Spiegel wieder los. Und los geht's. Zurück in den Spiegel. Lilly, was ist los? Der Kopf meiner Puppe ist kaputt. Kein Problem. Mama kann das reparieren. Sie kann alles reparieren. Hey. Sebastian? Was ist los? Alles in Ordnung? Ich habe eine wunderbare Familie. Eine unglaublich kluge und schöne Frau. Warum sollte nicht alles in Ordnung sein? Komm her, Myra. Du arbeitest zu viel. Du bist ja ganz durcheinander. Bist du sicher, dass du dir nichts eingefangen hast? Ist das der richtige Ort? Okay. Mal sehen, was wir jetzt hier hintertreffen. Ich frage mich, wann wir das erste Mal in den Kampf müssen. Haben wir eigentlich schon eine Pistole oder so? Ach du Scheiße. Was zum? Müssen wir da geradeaus? Hier gibt es ja noch mehr zu sehen. Gibt es ja noch ein paar Türen an den Seiten, aber ja gut. Hätte ich mir jetzt denken können, dass das alles zu ist. Ah, jetzt haben wir da, genau, da ist unsere Lebensanzeige. Und unsere Ausdauer. Boah, das sind mal große Fenster und große Vorhänge. Sieht aus wie ein Museum. Und das ist nur ein Bild von einer Tür. Leck mich am Arsch. Im Ernst jetzt? Was? Was ist denn hier los? Oh, what the fuck? William Baker. Ich muss ja sagen, sowas liebe ich. Also so ein Mindfuck wie gerade das, das liebe ich ehrlich. Ich komme durch die Tür, will hier in die Tür, das ist so ein Bild. Wenn ich außen rumgehe, ist da eine Wand und dann eine Tür, die woanders hinführt. Sowas finde ich richtig klasse. Das haben sie geil gemacht. Ich denke mal, wir müssen hier weiter. Was haben wir denn hier für Bilder? Das sind nicht unbedingt Bilder, die ich mir in die Wohnung hängen würde. Boah, ich bin fix und fertig. Ich habe so schlecht geschlafen und gerade erst aufgestanden und dachte mir... Ja komm, ich muss die Evil Within 2 weiter aufnehmen, sonst packe ich das bis Halloween nicht alles hochzuladen.
Ein richtiges Kratzen im Hals. Was zur Hölle? What the fuck? Der gehört doch zum Suchteam. Baker. Das sieht krass aus. What the fuck? Okay. Das macht schon Eindruck, dass anscheinend hier gestorben ist und sich sein Tod immer wieder in Zeitlupe wiederholt und dazu diese klassische Musik im Hintergrund. Holy fuck. Was sieht, wenn wir da reingehen? Eine Kugel direkt durch den Kopf. Sieht schon krass aus. Alles klar. Wird hier die Musik abgespielt? Scheint so, die Platte dreht sich. What the fuck sind das hier für Bilder? Da hat jemand einen schlechten Bildergeschmack. Einen wirklich schlechten Bildergeschmack. Okay, da ist eine Tür hinter. Ich werde trotzdem nochmal hier weitersehen. Da haben wir einen Zettel. Wie sadistisch. Wer immer das war, hatte Spaß daran. Baker, Anführer des Suchteams. Er war in der Zeit eingefroren, als ich ihn fand. Das muss von der Kamera direkt neben ihm aufgenommen worden sein. Aber wie ist so etwas überhaupt möglich? Naja, gut. Ach, cool. Na gut, wir sind hier ja in diesem komischen Ding drinne. Also da würde ich keine Fragen über Logik stellen. Hier kann doch alles möglich sein. Ich denke mal, eine tatsächliche Rückkehr von Rubik oder so wird es hier nicht geben. Ich bin mal gespannt, was hier, dass das Böse in uns ist. Das Böse darin ist, das uns bekämpfen will. Vorsichtig um die Ecken schauen, nicht, dass hier irgendwas ist. Was haben wir denn hier? Okay. Hier ist einfach nur eine Sackgasse, sonst bringt uns das nichts. Was haben wir hier hinten? Telefon. Was von hier? Was steht denn da? Manuela Roberto.
Feueralarm können wir auch nicht machen. Wo war das klingelnde Telefon? Da. Ahoi. Hallo? Scheiße. Wer war das? Ja, das war ja ein toller Anruf. Hier ist auch nur eine Sackgasse. Da müssen wir wohl die Treppe da hoch. Überall diese ekelhaften Bilder. Und auch noch alles schwarz-weiß. Ich habe hier viel schönere Bilder hängen. Und zwar deutlich. Okay, da müssen wir scheinbar durch, aber ich will trotzdem nochmal gucken, wo es hier weitergeht. Ich denke mal, dass wir da durch müssen, oder? Okay, da ist auch noch ein Gang. Der sieht eher so aus, als ob es da weitergeht. Boah, ich müsste mal was trinken. Ich habe aber nichts mehr hier. Informationen. Oh, das ist mir zu viel zum Lesen. Lies, Lies. Lügen. Grant. So, dann sehen wir jetzt mal, was hier in diesem komischen Gang ist. Das gefällt mir schon mal überhaupt nicht, wie das hier aussieht. Oh je. Oh je. Boah, ich habe schon ein bisschen Schiss hier gerade. Auch wenn ich relativ locker hier durchlaufe. Aber bis jetzt gab es ja auch noch nichts, wovor ich mich fürchten muss. Ach, guck mal, Lea Sophia. Deckung gehen und Deckung verlassen. Leertaste in Deckung gehen, Deckung verlassen. Wenn das Deckungssymbol erscheint, das Deckungssymbol Abbildung 1 erscheint, wenn du dich vor einer gültigen Deckung befindest. Bewegen in Deckung, WASD an Deckung entlang bewegen, Ecken umrunden, wenn in der Nähe eine Ecke in Deckung bist, erscheint ein Pfeil. Bewege dich WSAD in die angezeigte Richtung und ihr geht zum Runden. Okay. Oh, das war's schon. Okay. Wer zum Teufel war das? Okay. Irgendwie mit Deckung umrunden habe ich irgendwie nicht hinbekommen. Der wollte nicht um die Deckung gehen. Wie der Anführer des Teams. Aufgeschlitzt. Das waren jetzt schon zwei. Wie groß war das Team? Waren das drei oder vier Leute? Ach du Scheiße. Überall Bilder. Auf.
keiner Wand. Da oben noch mehr Bilder und... Na schön. Na schön. Ich muss einen Weg herausfinden. What the fuck ist das für ein abgefucktes Gebäude hier? Oh Gott! Oh, jetzt sind wir wieder hier und das wieder Manuela Robertus. Hier haben wir doch. Hier war vorher die Tür versperrt. Jetzt laufen wir quasi nochmal durch das Gebäude, nur dass alles abgefuckter ist. Foto eines weiteren Opfers. Das Foto eines weiteren Mordopfers. Das ist eine Mobius-Uniform. Gut beleuchtet und scharf, sieht aus, als wäre ihm mit einer Waffe in den Kopf geschossen worden. Ja. Okay. Da geht's nicht lang. Hier geht's scheinbar auch nicht lang. Also das war nur um das Bild aufzusammeln. Okay, jetzt müssen wir jetzt hier rüber. Ach du Scheiße, da oben ist. Da hängen welche. Jetzt wird das Spiel langsam doch recht unheimlich. Scheiße, muss ich da runter? Ich möchte doch gerne erstmal hier oben nachsehen. Ah, hier geht's ja auch überall weiter. Scheiße. Abgefuckt, das aussieht. Und wer ist dieser komische Kerl? Was ist das denn? Wiedergeburt. Wie viele Arme hat das Vieh? 2, 4, 5 auf jeder Seite. Und am Rücken noch ganz viele. Moment, warte. Direkt ganz oben. Sieht ähnlich. Sie hat ein bisschen Ähnlichkeiten mit dem Vieh hier auf dem Buchtitel von H.P. Lovecrafts, der silberne Schlüssel, gesammelte Geschichten. Nur dass das hier schwarz ist. Und naja gut, ich glaube es hat drei Beine links, zwei zusammengewachsene Beine rechts. Auch mehrere Arme und. Seile oder Ranken, die aus dem Rücken wachsen. Hat schon Ähnlichkeiten. Kam mir nämlich gerade irgendwie bekannt vor. Wo ich sagen muss, die Lovecraft-Geschichten mit den Traumwelten, die habe ich bis jetzt noch nicht gelesen. Ich habe bis jetzt nur die kürzeren, die Horrorgeschichten gelesen und die Geschichten des Cthulhu-Mythos. Thank you.
Ah, hier müssen wir wohl durch. Ich liebe ja die Geschichten von H.P. Lovecraft. Meine Lieblingsgeschichten sind Berge des Wahnsinns, Schatten über Innsmouth und Der Flüsterer im Dunkeln. Weil ich sagen muss, dass alle wirklich klasse sind. Aber diese drei sind meine absoluten Favoriten. Ach, hier ist ein Loch. Auch gut. Viele Leichen hängen hier. Ist denn auch und ist hinter uns gerade wirklich die Tür zugegangen? Jetzt ist da was aufgegangen und hier ist diese Kamera aufgetaucht. What the fuck, ey? Überall diese Leichen, die hier rumhängen. Oh, scheiße. Was war das? Und hat uns fotografiert, das finde ich nicht gut. Ein Spiegel. Mit einem Foto von mir. Was zur Hölle? What the fuck? Heilige Scheiße! Was ist das denn für ein Vieh? Oh Gott, schnell da durch! Ach du! Alter, was Mist. Zur Hölle? Ich stecke hier fest. Was mache ich denn hier? Hier kann ich auch nichts machen. Ach, da hoch kann ich. Oder auch nicht. Gott, das ist direkt unter uns. Verdammt, was zur Hölle ist das? Ja, das frage ich mich auch. Ach du Scheiße, ey. Oh Gott. Warum lässt es uns nicht in Ruhe? Kann ich hier nicht einfach entkommen? Na toll. Nichts zu hören. Willst du mich verarschen? Ach, komm schon.
Nein! Boah. Weißt du, er ist die ganze Zeit ruhig, nichts passiert und dann wird man auf einmal mit sowas konfrontiert. Was zum Teufel geht hier vor? Also ich meine, der erste Teil fing nicht so extrem adrenalinlastig an. So, automatische Gesundheitsregeneration. Wenn deine Gesundheit einen kritischen Zustand erreicht, färbt sich die Lebensanzeige rot. Solange die Lebensanzeige rot ist, regeneriert sich deine Gesundheit automatisch bis zu einem gewissen Punkt. Wenn du dich nicht bewegst, regeneriert sie sich schneller. Also such bei kritischer Gesundheit einen sicheren Ort zum Verstecken und Erholen auf. Und nur bis dahin. Boah, das kann man doch bestimmt auch dann irgendwie leveln, dass sich das weiter regeneriert. Und wo bin ich jetzt? Das wüsste ich auch gern. In irgendeiner Wohnung. In irgendeiner heruntergekommenen Wohnung. Mit einem schönen Blick nach draußen. Das ist aber blöd, da baut uns so ein Fenster, wenn man direkt Berg und Baum vor seinem Fenster. Da bringt es doch der Blick nach draußen gar nichts. Hier geht's noch rein. Ist das wie ein Büro oder Wohnzimmer? Boah, mitten im Wald. Tagebuch in verlassenem Haus. Gerade die Bälle behalten, jetzt kenne ich den Grund für diese ganz verrückte Scheiße. Blablabla. Diese Dinge, die ich gesehen habe, sie haben sich alle verändert. Es ist zu spät, um sie noch zu retten. Okay. Vier von 40. Informationen wurden hinzugefügt. Okay. Jetzt geht's nach draußen, in den Wald. Scheiß ab, jetzt müssen wir auch kämpfen. Wo warst du, als ich dich gebraucht habe? Vielleicht ist das der richtige Ort. Lily, ich hoffe, du bist hier. I love you, Daddy. Schöne Scheiße ist das. Kidman? Sebastian, wo warst du? Sie haben dich verloren. Keine Ahnung. Aber es war auf keinen Fall eine idyllische Kleinstadt. Irgendwas Furchtbares geht hier vor, Kidman. Baker ist tot. Hier läuft ein Killer rum, der Dinge tun kann, die... Das ist wieder wie in Beacon. Wohin zum Teufel hast du mich geschickt? Hier draußen nichts. Baker führte das Team an. Wenn er tot ist, bedeutet das für die anderen nichts Gutes. Je mehr Infos du sammelst, desto besser kann ich dir helfen. Ja. Klar. The Last Chance Pack. Du hast folgende Gegenstände aus dem The Last Chance Pack erhalten. Handfeuerwaffe mit Feuerstoß, 50 Schießpulver, 100 Waffenteile, ein hochwertiges Waffenteil, Erste-Hilfe-Koffer, 5 Kräuter. Okay. Handfeuerwaffe mit Feuerstoß. Diese Automatikpistole gibt einen Feuerstoß aus drei Einzelschüssen ab und verursacht mehr Schaden als eine gewöhnliche halbautomatische Handfeuerwaffe, auch wenn sie dieselbe Munition verwendet. Diese Waffe war in The Last Chance Pack erhalten. Schießpulver, eine explosive Mischung aus Kaliumnitrat, bla bla bla. Mit dieser Komponente können Munition und andere nützliche Gegenstände hergestellt werden. Die Waffenteile, genau, höherer Qualität. Waffenteile. Erste-Hilfe-Koffer können aus Kräutern hergestellt werden. Mit dieser Kontente können nützliche Gegenstände hergestellt werden.
Ah, okay. So. Automatische Handfeuerwaffe. Feuerwaffe mit Feuerstoß. Last Chance Pack. War das das, was ich bekommen habe, weil ich das Spiel vorbestellt habe? Ich denke mal schon. Aber, gab es ja nicht gerade ein Autosave? Wenn ich mich recht erinnere, denn hier ist dann jetzt die zweite Folge vorbei und die dritte Folge wird dann in der nächsten vollen Stunde auftauchen. Und die wird dann nochmal etwas länger. Also ich glaube, die erste Folge waren irgendwas zwischen 15 und 25 Minuten. Diese sind jetzt so ungefähr 30 Minuten. Die nächste wird dann entweder 45 oder vielleicht sogar eine ganze Stunde dauern und dann ist Halloween abgeschlossen für mich. Deswegen, ich werde mal einen kleinen Schritt weiterlaufen. Armer Mistkerl, hier so verwesen zu müssen. Keine Sorge, Sebastian. Das ist nur eine kleine, ruhige Stadt. Naja gut, ich denke mal, spätestens wenn ich wo ich in dem Haus angekommen bin oder wo ich rausgekommen bin, Kidman kontaktiert habe, da wird dann ein Autosave gewesen sein. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis gleich zur nächsten Folge von The Evil Within hier auf Red Butterfly Gaming. Ciao.